Ja, geschätzte Coaches, verehrte Trainer, herzlich willkommen zu dem erneuten Webinar oder Workshop im Sinn vom Titel Best Practice oder auch nur Umsetzen. Der ist gross, wir haben das ganze Team versammelt. Ich gehe jetzt nicht auf die Zeitgründe darauf ein, ihr werdet alle hören, der Jörg Eberle, Ivan Brecker, Marco Pargetzi, etwas für Goalie von Thomas Bäumle. Und nicht zuletzt auch Dominik übernimmt die Administration. Ihr seht, wir sind gut besetzt heute. Ihr auch. Herzlich willkommen nochmal. Was ist so die Idee vom Ganzen? Wenn ich das vielleicht kurz skizzieren kann, dann wäre es hier eine Idee, wo wir jetzt nicht ein Thema machen. Ich höre immer wieder gerade aus Ambition und Animation vielleicht der Wunsch von Drills. Wie gehe ich ein Training an? Auf der einen Seite Beispiel, wenn wir euch hier ein paar Beispiele machen können, aber gleich mit einem theoretischen Hintergrund von FDEM, von gewissen ganz grundsätzlichen Ideen, wie ich ein Training aufbauen und entwickeln kann, dann wäre von unserer Seite das Ziel erreicht. Es ist sicher ganz in dem Sinne noch speziell, wenn ich schaue, dass hier eine Folie von zwei Tagen im NHL-Seminar eigentlich diskutiert. Höchster Level. Und es geht wieder um das Practice, das muss einen Purpose haben. Auf der einen Seite zielgerichtet. Da sehen wir manchmal noch ein bisschen mehr Nachhaltigkeit, die ich mir wünschte, dass wir eigentlich eine Aufbaureihe haben zu einem Thema. Und natürlich auch der Challenge für Players. Mir gefällt der Titel, weil am Schluss geht es um die Intensität, um das Wettkampf nahe, viel mehr als der Drill selber. In dem Sinne viel Spass. Wir haben, wie ihr gesehen habt, im Intro vom Programm nachher Gelegenheit, auch noch Fragen aufzunehmen und die wollen wir versuchen zu beantworten. In dem Sinne übergebe ich Ivan kurze Einführung zum Trainingsentwicklung, Trainingssteuerung und Aufbau. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich möchte euch, wie der Küso gesagt hat, ein paar theoretische Grundlagen im Vorspann mitgeben. Und ich habe mir das so folgendermaßen vorgestellt. Zuerst ein paar Begriffsdefinitionen. Wahrscheinlich kommen viele euch bekannt vor. Aber zum Erklären, ja, was ist das überhaupt? Und aha, so sieht das aus. Dann, wie man sich ein Training kann zusammenstellen kann, auf was man nach meiner Meinung könnte schauen. Dann sicher ein Ansatz von dem Constraints-Led-Modell, also wie kann ich Spiel entwickeln. Dann ein methodischer Einblick ist Teaching Game for Understanding, wie bringe ich Spiel am besten den Kindern über. Und dann noch so ein Beispiel aus einer Dokumentation von US Hockey, von den Small Games, das möchte ich mit euch in den paar Minuten geschwind durchgehen. Jetzt zu den Begriffsdefinitionen. Ja, bekannterweise erkennen das sicher alle, was ist eine Übung. Ich denke, da ist es wichtig, wenn man eine Übung hat, dass es einen gewissen Teilaspekt spezifisch behandelt, also aus verschiedenen Bereichen. Eine Übung hat einen spezifischen Anfangs- und einen Endpunkt. Eine Spielform, das sagt euch wahrscheinlich mehr, das ist nicht ein Spiel 5-5 klassisch über das ganze Feld. Spielformen sind oft mit einer Aufgabe verbunden, die die Spieler lösen müssen. Kann sein auf einem Kleinfeld, aber auch auf einem ganzen Feld. Ich denke, wichtig zum Mitgehen oder für mich auch, der Lernerfolg im Vergleich zum Spiel ist eher langfristig und der Transfer ins Spiel wird in dem Sinn vereinfacht. Bei den Übungen sagt die Wissenschaft, dass eigentlich das eher einen kurzfristigen Lernerfolg bringt, wenn man es nachher nicht ins Spiel umsetzt, dann geht die Sache meistens wieder verloren. Ein Spiel im klassischen Sinn. Im Spiel gibt es, in einem Spiel, wie es beschrieben wird, die Definition, gibt es eigentlich nicht Regeln, sondern einfach Raum und Zeit wird vorgegeben und Spieler spielen frei, ohne Einschränkungen, die vom Trainer gegeben werden. Das freie Spiel, das ist vielleicht noch ein Unterschied.
die anderen drei Sachen, Übung, Übungsform oder Spielform und Spiel, ist mehr so im Training, aber freies Spiel, das kann auch außerhalb vom Training sein, wie wir kennen, der Knebel oder im Strassenhockey. Ein wichtiger Punkt allgemein in der Trainingsgestaltung ist eigentlich die Spielsituationsorientierung. Das ist ein kompliziertes Wort. Wir im Hockey kennen eigentlich eher das Wort Game-like Situation. Also Übungen und Spielformen kreieren, die auch im Spiel vorkommen. Also zum Beispiel, wenn man im Spiel keine Querpässe oder die eigene Zone möchte haben, dann macht es wenig Sinn, wenn man Übungen gestaltet, wo die Querpässe oder die eigene Zone vorkommen. Also sich überlegen, wie sieht die Spielsituation aus und wie tun ich dann die Übung oder Spielform in dem Sinn anpassen. Ein Trainingsaufbau. Ich stelle mir einen Trainingsaufbau, so ein bisschen schematisch gesehen, folgendermaßen vor. Es wird eigentlich immer einen Einstieg ins Training geben, einen Hauptteil und in dem Sinne einen Abschluss. Und wie Küsser vorher schon gesagt hat, am besten oder am liebsten hätten wir, wenn ein Training zielgerichtet ist auf ein Thema, wo dann der Einstieg schon dort berücksichtigen, das Trainingsthema und der Hauptteil und der Abschluss auch dazu. Jetzt kann man sagen, bei uns ist wahrscheinlich mehr, sage ich auch im Breitensport, wahrscheinlich das, dass wir On-Ice haben und einen Einstieg, einen Hauptteil und einen Abschluss findet On-Ice statt. Es kann aber auch sein, dass wir vorher zeigen, dass er Off-Ice sein könnte, vorher und nachher, oder sogar in Vorbereitungsaufgaben. Dann denke ich, ist wichtig, dass man sich darum Gedanken macht, ja, was findet im Training überhaupt statt? Wie sollte das gestaltet werden und für was, also wozu mache ich das überhaupt? Wenn ich weiterfahre, da ist wieder die grosse Ansicht, also wenn ich da sehe, on ice, ja, das ist etwa klar, dann off ice und Theorie, vorher und oder nachher. Und dann at home, das würde ich so sehen als Vorbereitungsaufgabe, wenn wir spezifische Themen haben. Dann könnten ja die Spieler zum Beispiel ein Video schauen, wo sich aufs Thema und aufs Trainingsziel beziehen. Im Nachgang auch. Die Spieler könnten sich Gedanken machen, ja, was haben wir jetzt im Training erlebt, was ist da wichtig gewesen. Das wäre von mir aus gesehen Nachbereitung. Es gibt sicher verschiedene Stufen, oder Kategorien, jetzt in der Animation, wo es, ich sage jetzt mal, Fun, Spass steht völlig im Vordergrund, ob jetzt die im Bereich Animation gerne eine Vorbereitungsaufgabe haben, unter Theorie und vorher und nachher, da einmal dahingestellt, aber ein Trainer in der Animation, ich denke, wenn der ein gutes Training macht, auch nice, dann ist das sicher eine super Sache. Für mich, ich hätte die Erwartung, wenn ich im Bereich Ambition zuhause bin als Trainer, dass ich mir auch überlege, okay, ich möchte ihnen ein bisschen mehr geben, weil das sind ja ambitionierte junge Damen und Herren. Also dürfte es ganz sicher etwas vor dem Training sein und allenfalls auch etwas nach dem Training. Im Talentbereich, wenn ich ein optimales Training vorbereite, dann denke ich, hin und wieder eine Vorbereitungsaufgabe und Nachbereitung von den Themen, das gibt eigentlich einen langfristigen Aufbau vom Inhalt, vom Wissen, von den Kompetenzen von den Spielern. Wer sich als Talenttrainer nimmt, dort hätte die Erwartung, dass er da hier auch in diesen Bereichen, also Vorbereitung und Nachbereitung, sich Gedanken macht. Consent-led Approach. Wie tue ich Spiel entwickeln? Das hat jetzt weniger vielleicht mit Drillgestaltung zu tun. Am Schluss haben wir ja das Ziel, dass unsere Spieler gute Spieler sind. Und wenn sie nur technisch gut sind und etwas unglaublich schön machen können, im Skating eine super Figur, aber auf dem Eis im Spiel ist es nicht anwendbar, dann denke ich, ja, dann haben wir vielleicht das Ziel verfehlt. Am Schluss
geht es immer, dass der Spieler gewisse Handlungen am Schluss kann umsetzen kann. Der Concept-Led Approach heisst eigentlich, oder ist, dass ich zielbezogene, konzipierte Spielformen kreieren oder anwenden, um auf der einen Seite technische Elemente oder auch Habits, Spielverhalten, taktische Elemente können in einem Spiel in dem Sinn anwenden, üben und vertiefen. Also das implizite Lernen im Spiel integriert. Wenn ich ein Spiel moduliere, komme ich nachher noch darauf zu sprechen mit dem Rat des Spiels. Wenn man ein Spiel anschaut, dann haben wir logischerweise immer Spieler zur Verfügung. Wir haben ein Umfeld, das kann sein ein Eisfeld, eine Turnhalle, ein Drittel oder ein halbes Drittel, wie auch immer. Und die Aufgabe, die ich stelle am Spieler, die sollte eigentlich darauf zielen, dass er eine gewisse Handlung machen oder Lösungen finden zu dieser Aufgabe, die dann am Schluss eine Handlung ergänzt. Das Ziel von dem Constraint-Led Approach ist in dem Sinne so, dass die Wahrnehmung, Handlungskopplung, also Sachen, technische Elemente, die ich vielleicht geübt habe, das kann in der Praxis dann nachher umsetzen im Spiel. Also Spiel antizipieren, was kommt wenn vor, was muss ich machen. Aufmerksamkeit wird sicher erhöht, also wenn ihr mit dem Kind und mit euren Spielern spielt, die sind wahrscheinlich viel motivierter in einem Spiel, als wenn es nur reine Drillformen sind. Und wir fördern die Entscheidungsfähigkeit von unseren Spielern. Am Schluss ist das Hockeyspiel oder jedes Spiel hat immer mit den Entscheidungen zu tun, was mache ich in welchem Moment. Wenn ich gut entscheiden kann, dann verbessere ich oder habe ich gute Spielintelligenz. Und wenn ich natürlich ganz schlau bin, komme ich noch auf kreative Ideen, die wahrscheinlich mehr als Trainer oder so gerne durch die Schule, aber aus der Situation bezogen, noch etwas Gescheites rausschaut. Mittels Rat vom Spiel, wenn ich ein Spielfeld anpasse, die Dimension vom Full Ice auf ein Drittel, dann ändert sich schon die Spielanlage. Kann ich hier 2 Goal, 4, kleine oder grosse Goal, je nachdem. Also anhand von dem, vom Rat des Spiels, wo wir übrigens auch an den Leiterkursen den schon unseren Trainer weitergeben, anhand von dem, von diesen Parametern, kann ich eigentlich den Spiel modulieren. Jetzt können wir die Spiele ja modulieren und sagen, ja, wir möchten gerne das und das haben. Da denke ich, eine Methode, die in der Wissenschaft immer mehr und mehr führen kommt, ist die sogenannte Teaching Games for Understanding. Jetzt, wenn man da den Titel schon lässt, also Spiele unterrichten, damit es verstanden wird. Und da zielt eigentlich auch die Methode ab. Wir haben eine Spielform, wo wir in dem Sinne in Gang setzen. Ein Small Game mit gewissen Aufgaben. Wir lassen Spieler spielen und nehmen nachher die Spieler zusammen und fragen, ja, wie habt ihr jetzt das Spiel erlebt? Was ist gut gegangen? Was ist weniger gut gegangen? Was für Lösungsvorschläge hättet ihr, dass die Spielform besser sein könnte? Was müsst ihr ändern, damit nachher das Ziel vom Spiel, also die Handlung, besser zum Vorschein kommt? Wichtig, ich denke, da vom Titel steht auch, vielleicht mehr als Trainer uns ein bisschen zurücknehmen, anstatt immer die Lösung vorkommen und sagen, ja, du musst das und das machen. Vielleicht mehr halt einmal fragen, was denkst du? Also vom Sager zum Frager, sich zurücknehmen und einmal mehr Fragen stellen und auf Antworten hoffen, warten von den Spielern. Mit dieser Methode wird eigentlich der Spieler so das Bewusstsein auch von den technischen Elementen und von den taktischen Elementen gestärkt und am Schluss können sie es dann besser im Spiel umsetzen. Wir als Trainer können noch so viel wissen, aber spielen, wenn sie los, dann spielen wir. Wenn ich das mit einem Small Game von US Hockey
tun mal zusammenbauen. Wir haben ja da ein Spiel rausgenommen. Ich zeige dir euch noch, wo man die Small Games findet. Da geht es darum in dem Spiel. Es ist ein 3 offensive Spieler gegen 2 defensive. Die greifen an. Wenn die Defensive den Puck gewinnen, müssen sie zuerst am grünen spielen, wo jetzt hier hinter dem Goal ist, aber wo meiner Meinung nach auch hier irgendwo kann sich frei bewegen. Also Scheibe gewinnen, schnelles Umschalten von Defensiv auf Offensiv, die greifen an, 3 neue Spieler kommen rein, einer als Passiver, 2 als Verteidiger und das Spiel geht so weiter. Wenn ich jetzt das mit dem Konzept, mit dem Constant-Lead-Modell anschaue, dann ist die Handlung, die ich gerne möchte haben, ist bei Puck gewinnen, in der Defensive schnell so umschalten in die Offensive, also unser Transition-Spiel. Spieler oder Spiel, sage ich, okay, Spielfeld ist quer mit 2 Goal. Spieler wäre es 3 gegen 2. Und die Aufgabe, die ich ihnen stelle, ist, nach einem Böck-Gewinn kann ich nur offensiv agieren, wenn ich zuerst den dritten Spieler, wo sich entweder hinter dem Goal befindet oder frei umfährt, kann anspielen. Erst dann darf ich in die Offensive gehen. In dieser Zeit haben natürlich die Offensive oder ehemalige Offensive noch Zeit zum Schieben zurückgewinnen. Also ich muss als Gewinner von der Scheibe muss ich etwas machen, dass ich nachher vorwärts fahren kann. Also hier wäre die Aufgabenstellung, die dann eine gewisse Handlung sollte ergeben sollte. Die Spielformen unter anderem findet ihr bei uns auf der Homepage unter dem FTM und dann zwar im Bereich Talent. Und wenn ihr in die Hockey Sense rein, dann findet ihr da ganze Zielete von Small Games, die kreiert worden sind von US Hockey, die in Englisch sind. Aber wenn ihr da einigermaßen mächtig sind, dann könnt ihr da die Spiele sehr gut so übernehmen, auch in der Sprache. Voilà, das wäre die theoretische Einführung von mir. Ich gebe gerne weiter. Merci, Ivan, für die Einführung. Ich komme gerade direkt weiter. Ein bisschen aus einer anderen Sicht, ganz kurz. Ich probiere ein bisschen Zeit zu gewinnen. Im Sinne noch, ich habe mir ein Thema genommen, 1-1. Es geht jetzt nicht um einen Trainingsaufbau, sondern das ein bisschen einzubetten, das Thema in der didaktischen Konzeption von FTM, wo wir die verschiedenen Lernstufen haben. Damit ist das ganz einfach, aber es soll euch gleich eine kleine Hintergrundinformation geben, immer wieder zu überlegen, wo stehen meine Spieler vom Skill her. Das hat vielleicht einen Altersbezug, ganz grundsätzlich, aber gleich auch wieder, wie kann ich das variieren, vielleicht innerhalb von der Mannschaft, wenn Leute ja, schon weiter sind, an diesem Beispiel The Game One Against One und Puck Protection. Auch das wieder ein Slide aus der NHL. Ziemlich passend zu unserem Thema heute. Wenn wir so ein bisschen quer hineinschauen, nur ganz einfach, entdecken, haben wir gesagt. Da spreche ich natürlich vor allem Trainer oder nur Trainer aus der Hockeyschule, Big Bam Stufe, die zu einem Thema eigentlich entdecken, das heisst eigentlich selber herausfinden, hier der Kontakt mit der Bande, einfach das Gespüren, das Erleben. Das heisst, hier mit einem kleinen Parkour, der kann irgendwie sein und dann kommt es zu einem Kontakt um die Scheibe, ein Abschluss. Der clevere Spieler fährt nachher plötzlich selber auf den Finger, dass ich den Körper einsetzen kann. Dass ich den Körper zwischen Scheibe und Gegner kann bringen kann. Dann haben wir natürlich schon gewonnen. Cleverer Spieler, wenn er weiss, wie er eben die Situation vom Puck erobern und Puck protecten, also schützen, selber herausfinden. Da gibt es einfach kleinere Formen innerhalb von Kreisen, mehrere Spieler. Und die Vorübung könnte natürlich auch sein, rein mit Schlittschuhlauftechnik immer wieder daran denken. So viele von diesen Elementen haben am Schluss Ability, Skating, Skills als Voraussetzung für Top-Qualität. Wenn ich sage erwerben, dann gehe ich vielleicht weiter in ähnliche Übungsformen, dass hier ein 1-1 kann sein, dass hier ein 1-1 aus dem Spiel kann sein, aber dort kommt von sicher auch das Teaching-Moment. Und das kann reinmünden in eine ganz simple 1-1-Situation, Böck in die Ecke, also ohne Druck, das heisst Erleben vor Situation, mit Druck,
aufzutoren, nachher der Drive und dann kommt immer mehr Intensität rein. Da braucht es euch als Trainer, wo genau auf die Momente schaut, auf die Schlüsselpunkte, Keypoints, wie wir sagen, immer Werbestufe. Und anwenden, da kann ich natürlich auf der einen Seite schon ins Gestalten eingreifen mit eventuell Spielformen. Wenn ich hier schaue, 1 gegen 1, mit einem Wechsel von der Scheibe, also mit einem Transition-Pass. Wichtig wäre es mir auch hier, dass die defensive Seite eben auch die Scheibe muss schützen muss. Ich sehe viel in den Training auch wieder, dass man schlägt nachher die Scheibe weg, es ist gelöst, Übung beendet. Nein, darf nicht sein. Wir müssen den Verteidiger forcieren, dass er eine Lösung findet. Der Offensivspieler kann sich lösen. 1-1. Kommen wir ganz kurz noch dazu. Und hier auch wieder die Spielform 1-1. Nachher mit einem 1-1 Start hier auf einen Pfiff der Erweiterung, also anwenden zum 2-2, Progression reinbringen. Zweite Scheibe kommt hier aus dem Ecke, wo die zwei Spieler neu hier zur 1-1-Situation dazukommen und das 2-2 probieren einzubrechen. Immer wieder mit Scheibenschützen auf engem Raum, lässt sie nicht weit rausgehen. Dritte Scheibe vielleicht als Schuss. Faktor nochmal vor dem Goal. 2, 3, 5, 10 Sekunden Element immer wieder unter Intensität das anwenden. Und spezialisieren, ich gehe jetzt nicht mehr ins Detail darauf hin, wenn wir den Raum verändern, wenn wir vom 1-2 zum 2-1 Transition-Moment verändern, dort wären wir eigentlich vom Didaktischen her eben im Spezialisieren und nicht am Schluss im Gestalten. Da haben die Spielformen. Ihr bekommt nicht die Unterlagen. Ich werde das eigentlich hier schnell in dieser Form noch zeigen, wie das geht. Das ist NHL-like. Aber ich sehe durchaus, dass das jetzt Aufrüstungsstufe darf sein. Eben in der Form des Gestalten, wenn ich vorher entdeckt und erwerben habe. Und nachher kann ich Spielform, wie der Ivan gesagt hat, Game-like Situation probieren zu kreieren, wo immer und sehr oft eben genau das Element zum Tragen kommt, zu besitzen. Enge Wände und einen Abschluss innerhalb von so einer Spielform, da habe ich genau das in gestaltlicher, hochintensiver Form und natürlich auch tatsächlich für die Spieler einbringen ins Training. Das eine kleine Reihe, wenn es darum ging, eigentlich die 5 didaktischen Stufen ein bisschen auseinanderzuheben. Merci, ich gebe weiter zum Jörg. Okay, dann übernehme ich da. Moment schnell. So, Mini, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Meine Aufgabe war eigentlich, ein Mustertraining, Stufe 015, zum Thema Transition zu machen. Ich habe das mal ein bisschen probiert zusammenzufassen. Ich würde sicher vor dem Training mit den Jungs eine Theorie machen oder eine Trainingsbesprechung machen, wo man auf der U15-Stufe sicher nochmal über Sampeldenken reden, was für eine Situation ist das, wenn man von Transition redet, das heisst das schnelle Umschalten von der Defensive in die Offensive. Bevor man kann umschalten, muss man zuerst mal die Scheibe gewinnen. Also es ist sehr stark ein individuelles Defensivverhalten, wie man sich verhält, wie kann man eine Scheibe gewinnen. Und das vielleicht bei einer U17 könnte man auf die 4 Spielrollen eingehen, weil das Ampeldenken vielleicht ein bisschen, nicht mehr altersgerecht wäre. Das wäre dort bei der Spielrolle, die defensive Spielrolle gegen den Gegner mitschieben und gegen den Gegner ohne Scheibe. Ich glaube, man kann es ein bisschen unterteilen, Offensivzone und die Neutralzone. Zone, beim Ampeldenken sind es die roten und die gelben Situationen. Keypoints, sicher Winkelspiel, Gap-Control, Stockposition, wie habe ich den Stock, wie fahre ich an, Stick-Kontakt, den Kontakt selber, Support anbieten für die anderen Spieler und Kritik. Ich glaube, das ist Offensivzone, Keypoints, Offensivzone, neutrale Zone, fast ähnlich während in der Defensivzone, auch rot-gelbe Situationen. Gap-Control ist dort die Inside-Position,
auch Stockpositionstick und Kontakt-Support anbieten gibt. Das ist eigentlich die Grundlage für das Training. Das kann man auch thematisieren haben von zwei unseren Teaching-Videos, wo wir sind, aktiver Stock und Stick und Back mit dem Nico. Ich glaube, dort hat es viel, sieht man viel, auch viel Keypoint, wie es angewendet wäre. Und ich habe nachher probiert, da einmal so ein Mustertraining zusammenzustellen. Ich fange das Training immer gerne mit einem Spiel an. Und das wäre eigentlich in einem Drittel, alle haben den Böck bis auf zwei sind Jäger. Die müssen die Schiebe gewinnen, sie müssen zusammenarbeiten, dass die Schiebe gewinnen können. Sie können nachher unter sich passen und sie müssen die Schiebe ins Goal deponieren, wenn sie Schiebe gewonnen haben. Und solange die Schiebe noch nicht im Goal ist, kann der Gegner die Schiebe zurückgewinnen. Und wenn sie im Goal ist, wäre der, wo die Scheibe verloren hat, auch zum Jäger und so bis zum Schluss keine mehr übrig ist. Ich finde es eine gute Spielform. Sie müssen zusammenarbeiten, es gibt Zweikämpfe, sie müssen die Scheibe probieren zu drehen, sie müssen sich orientieren, kann ich passen, dass ich die Distanz zum Spieler kann schaffen und immer die Scheibe go deponieren. Für mich ist Transition aber auch nicht nur der Zweikampf für die Scheibe gewinnen. Wenn wir die Scheibe gewinnen haben, ist es auch auf das gute Eis finden, Passlinien aufzutun und gute Passqualität. Zum Einstieg würde ich so einen Flow-Drill machen. Das ist eine Sache, die einläuft ein, er kommt den Pass rüber. Sobald er den Pass hat, dann muss er eindrehen, super eindrehen. Wenn er den Pass überkommt, muss er aufs gute Eis. Er muss Passlinien auftun für den Vordermann, der gelaufen ist, er gibt ihm den Pass. Der, der sie da überkommt, auch wieder super annehmen. Wieder aufs Gute ist, wieder der Pass und der macht eigentlich einen Lauf, der macht das achte Pass, er läuft wieder, Pass und nochmal, läuft nochmal und geht Abschluss. Wir haben immer, wenn man es beidseitig macht, sind wir 8 Spieler unterwegs, von dem her gibt es eine gute Intensität und als Einstieg, um sich anbieten, für Passqualität zu finden. Nachher würde ich auf Grundübungen gehen, 1 gegen 1, also Zweikampfscheiben gewinnen. Nachher zwei, drei schnelle Schnitte sich orientieren und Pass spielen. Und ich habe gerne eigentlich, wenn wir genug Trainer sind, kann der Trainer so halb aktiv mit der Scheibe an der Bande sein. Zwei laufen da, defensiv, hinterste, vorste. Er kommt super mit dem Winkel, gute Stockposition, gewinnt die Scheibe. Der Trainer kann die Vor- und Nachgehen, er kann die Scheibe etwas länger verteidigen. Dass auch der, der hier einläuft, muss gutes Timing machen, wenn er die Scheibe nachher gewinnt. Sich orientieren, zwei, drei schnelle Schritte, einen guten Pass. Nachher kann man entweder 1-1 zurück aufs Gleichgoal oder man kann auf die andere Seite Abschluss, vielleicht eine zweite Scheibe, der Defensivspieler geht noch einen zweiten Abschluss. Das ist eigentlich dann das Gleiche, auch mit dem Trainer, der halb aktiv ist, und aber mit zwei Spielern, die einlaufen, also hat, wenn er die Scheibe gewinnt, nachher vorwärts kommt, hat er zwei Passoptionen. Machen da kann man auch auf die andere Seite abschließen, 2 gegen 0, geht noch einen zweiten Abschluss. Das sind ganz einfache Grundformen. Da ist der Trainer, wo mehr Widerstand, weniger oder mehr Widerstand kann geben und auch so sieht, wie laufen sie an, wie arbeiten sie mit dem Stock. Wenn er zu wenig Trainer hat, müssen das halt die Spieler, kann man da einen Spieler rein tun, der das macht, wo nachher den Doktor. Also da würde ich auch Offensiv-Defensiv-Spieler, also nicht Verteidiger-Stürmer, sondern einfach offensive oder Defensiv-Spieler jeder machen. Nachher würde ich jetzt eine Übung machen, wo man gegen einen Mitspieler spielt. Man läuft mit der Scheibe neben, dann ist der Defensiv, hinterste, Fürsche und da unten ist 1 gegen 1. Wenn er die Scheibe gewinnt, nachher muss man auf den Trainer passen, der sich verschiebt, auf verschiedene Richtungen und anbietet. Muss nicht alle machen, ist einfach eine Auswahl von solchen Grundübungen, um das Ganze ein bisschen, ich würde sagen, Lernstufen erwerben zu machen. Nachher würde ich in Spielformen hineingehen, 2 gegen 2, meistens, das sind alles, oder 2-3 als Auswahl, sind alles Flow-Drills, also man ist offensiv, defensiv und nachher out. Aber da ist auch, man fängt an mit einem Querpass, gegen 2 Defensive, man spielt 2 gegen 2.
Das Ziel ist, dass die Offensive das Goal angreift. Wenn die Defensive die Scheibe gewinnt, müssen sie sich schnell orientieren, zwei lösen, zwei, drei Schritte und entweder auf den Pass spielen, wo nachher wieder weitergehen. Die fangen auch wieder mit einem Querpass an und eben offensiv, defensiv, out. Gibt eine gute Intensität, wenn man es auf beiden Seiten macht, hat man immer acht Spieler im Einsatz und es gibt auch gute Intensität. Das ist eine ähnliche Spielform mit 2 gegen 2. Es ist immer auch wieder, man geht immer 2, die Defensivrolle haben, Offensivrolle, Defensiv, Offensiv. Wenn 2 Joker, man ist offensiv, defensiv, Joker, out. Und da eigentlich genau das Gleiche. Wenn man die Scheibe gewöhnt, wenn man nachher muss man auf den Trainer passen, wenn es einen Abschluss gibt oder ein Goal gibt, gibt der Trainer eine neue Scheibe. Und so geht es eigentlich. Gleiche auch, Spielform von der Mittelzone weg, 3 gegen 2. Wir fangen da, sie passen im Dreieck, nachher fangen wir mit einem Pass nach außen an. 3 gegen 2, die beiden, die defensiv sind, wenn sie die Scheibe gewöhnt, müssen sie aufhören und dann müssen sie auf einen von diesen 3 aufspielen und die fangen wieder mit einem Querpass an. Ja. Das ist auch offensiv, defensiv, out. Aber wenn man defensiv ist, ist klar, man muss, sobald der Pass nach oben geht, bis sie den Körper, wenn sie so hochkommen, so nahe möglich an die blaue Linie, die Spieler, die kommen wieder ab. Spielformen überall, wo sie gewöhnen, sich orientieren und nach oben passen. Small Game kann man auch machen. Das ist ein Beispiel, zum Beispiel 3 gegen 2, also 3 sind offensiv, 2 defensiv und der dritte Mann von der Defensive ist, der darf nicht über die Mitte zurückkommen, sondern er muss sich da oben, kann er frei laufen, er kann schauen, wie sich das Spiel da entwickelt, er muss sich freistellen, läuft und Dings. Und sobald sie die Scheibe gewinnen, müssen sie auf ihn passen. Und nachher geht es in die andere Richtung. Also darum gibt es nachher die beiden Folgen, dann gibt es 3 gegen 2 von denen und der dritte bleibt oben, wo sich nachher da frei läuft. Das ist das Einzige, was man da vielleicht muss sagen, dass auch die 3, die angreifen, das Goal müssen angreifen. Weil wenn sie anfangen, die Ecke zu cyclen, dann ist es nicht der Track von ihnen. Probieren, abschliessen und dann haben sie auch die Chance zum Wirken. Und der letzte Punkt nachher, wenn man die Formen durchgemacht hat, dann ist für mich dann ganze Blockübungen, die dann nachher eben ins Gestalt hineingehen, dass man sagt, die Offensive entscheiden da, die Defensive kommen, wir probieren die Scheibe gewinnen und nachher probiert man wirklich schnell das Transition-Spiel zu machen, in allen Zonen, man kann es auch vorne und das wäre nachher für mich gestaltet. Das ist für mich so eine Auswahl von Übungen zum Thema Transition, wo ich das Gefühl habe, die würden gut in so ein Training reinpassen. Das wäre es von meiner Seite. Ich schaue ein bisschen auf die Zeit, wer übernimmt gerade so schnell wie möglich. Ich bin gemäß Ablauf gesetzt. Das sind die Arme und Thomas. Ich stelle euch die Frage noch ein bisschen drunter, ob wir vielleicht sogar Goalie-Drills in einem separaten Webinar zeigen. Aber Marco, so ein bisschen aus der Verfassungsstufe. Gang jetzt ganz zurück an die Basis. Also da geht es wirklich darum, um einmal Voraussetzungen für Allgemeinsportbetreiber zu schaffen. Die motorische Fähigkeit und vor allem auch die Bewegungsfreude steht da im Mittelpunkt. Ich probiere jetzt in Anlehnung auf das FTEM vom Entdecken, Erwerben, Anwenden an einem Übungsbeispiel zu zeigen, wie kann man das aufbauen. Ich habe dazu die Spielform Goldraub genommen, wo man im Entdeckerbereich, wenn man denen erzählt, wir haben hier 2 Pirateninseln, ihr könnt probieren, dort ein Gold zu holen und in eures Nest zurückbringen, dann läuft das schon von allein. Also wir animieren sie dazu, von A nach B zu laufen, den Kopf oben zu haben, schauen, was kann ich, wie transportiere ich den Böck, wie komme ich das Gold heimzubringen. Wenn das funktioniert, wenn so das erste Entdecken vorbei ist, kommen wir in die Erwerbestufe.
Dann können wir Material reingeben, sie haben mehr Hindernisse, sie müssen auf mehrere Sachen schauen. Und wir können da aber auch schon Bewegungsformen fordern. Also man muss mindestens über eine Hürde, man muss um einen Stock herumkommen. Wir probieren, die Grundfähigkeiten zu festigen. Das Spielprinzip bleibt immer gleich. Und wenn das beherrscht wird, dann kann man eine nächste Stufe nehmen, wo zum Beispiel zwei Coaches eher passiv anfangen, ein bisschen Druck geben, dass der Spieler sich abdrehen muss, die Scheiben wegbringt von dem Coach und nach wie vor seine Erfolgserlebnisse hat und das Gold auf seine Insel bringen kann. Zum Variieren, schwieriger wird es dann, wenn man jetzt eine dritte Piratengruppe noch reinnimmt in die Mitte, die das Gold da klauen können und in ihre Inseln auf die Seite bringen, so dass man dann schauen kann, ja, welche Piratengruppe ist am erfolgreichsten gewesen. So kann man von ganz einfach zu immer schwieriger, immer komplexer mit der gleichen Spielform kommen und die ganzen Fertigkeiten aufbauen. Die 5er-Regeln, das Pizza-Training, wie wir vorher beim Iwan auch theoretisch schon gehört haben, dass der Drill ist wichtig. Da habe ich jetzt eine Form genommen, wo man alles kreuz und quer anschauen kann und das dann aber auch in einer Staffettenform durchführt. Da sind wir schon wieder im Spielerischen. Wir verlieren zwar Qualität, aber das kann man relativ lang machen, weil es ein Spiel ist, ein Wettkampf. Sie messen sich. Ganz eine coole Form zum Stickhandeln, wenn man den Kopf oben haben kann und die Scheibe schon ein bisschen beherrscht, sie kontrolliert, ist das Sitzball, eine Sitzballform. Von vorne mit einer Abschrankung kann einer mit einem Ball auf den Spieler, der die Scheibe kontrolliert, probieren zu schiessen. Wenn er nicht trifft, wird die Rolle getauscht oder wenn er die Scheibe Kontrolle verliert, wird die Rolle getauscht, je nachdem, wie weit das die Spieler schon sind. Das kann sehr gut in einer Station eingebaut werden. Ganz wichtig, wir brauchen den Drill. Da kann man teachen, man kann sie analytisch anschauen, folgen, Filme ihnen nachfolgen und so weiter, kombiniert mit Spiel. Und dazu habe ich jetzt ein Training genommen auf der kleinsten Stufe, wenn der Scheibentransport schon funktioniert. Ein Beispiel mit zwei Drachen, die ihr Nest beschützen. Und die mutigen Piraten oder Ritter oder wer auch immer probieren da die Eier der Drachen zu klauen und dann in ihre Höhle zu bringen. Diese Spielform gehen wir nachher noch schnell in einem Video darauf ein. Das ist die, die der Jörn in seinem Beispiel auch gemacht hat als Einstieg in sein Training. Eine zu Beginn oder zwei, je nach Anzahl, von da die Scheibe Jagger, probiert sie zu nehmen und sobald sie im Goal ist, wird dem, wo sie geklaut worden ist, auch zum Fänger. Törli Pass oder Törli Dribblingsspiel, wo man dann dazu tun kann, wo auch wieder um Stickhandling geht. Ein analytischer Drill, wo der Coach seine Spieler wieder anschauen kann. Eben, ich mache da Druck, das heisst, du gehst auf die andere Seite und so weiter. John Wayne Form als Auflockerung, Schiessen. Man probiert den Töckel zu treffen oder der eine spielt die Scheibe rein und er probiert dann die Scheibe zu treffen. Zu einem 2 gegen 1, also sprich immer der, der die Scheibe hat, kämpft gegen 2 mit einem Goalie, der dann schon sehr komplex ist, also wo dann direkt im Anwenden variieren Bereich drin ist. Jetzt da die Übung, wo es darum geht, dass die Spieler probieren, die Scheibe zu schützen. Einer probiert sie zu klauen, wenn er sie ins Goal bringt. Dann wird der andere auch zum Fänger. Ihr seht hier eine U9-Stufe und auf der anderen Seite ist dann eine U13-Stufe, wo man dann da schon sehr gut, also wenn wir vorher an das Bild von Crosby denkt haben, wo der Küssel gezeigt hat, also da ist man dann schon sehr nah an dieser Form. Jetzt werden die zwei beide zu Fänger. Es gibt da genau die Situationen, wo wir ja provozieren wollen. Das war ein Beispiel. Es gibt dann jenste verschiedene so Aufbaureihen, die wir probiert haben, bei uns auf, im Foundation, wenn ihr auf die SIF-Seite geht, unter dem FTM-Konzept auf der Stufe Foundation, haben wir 48 Spielformen aufgeteilt auf Stickhandling, Schlittschuhlaufen, passen und schiessen, wo der Drill unterstützen sollte.
Das wäre es von meiner Seite. Wenn ihr Fragen habt, jederzeit an mich melden. Und ich würde jetzt, ich denke, ein bisschen Zeit habe ich aufholen. Ich übergebe jetzt das Wort an Thomas, wenn das okay ist, Chriso. Ja, Thomas. Gut. Ich komme sehr gut. Ich möchte euch auch recht herzlich begrüßen. Ich möchte euch die Integration vom Goalie im Teamtraining etwas näher bringen. Für mich ist sehr wichtig, der Ansatz der Goalie-Förderung ist hauptsächlich im Teamtraining. Dort sind wir als Head Coach oder Coach, Assistenzcoach zuständig, dass wir ihm die Umgebung geben können, dass er qualitative Wiederholungen machen kann und eben so nah wie möglich im Wettbewerb ist. Die ganze Goalie-Ausbildung findet eben nicht nur im Goalie-Training statt, sondern eben im Teamtraining. Die Anforderung an einen Goalie ist eben nicht nur den Puck stoppen, schlussendlich. Er muss ein guter Schlittschuhläufer sein, muss eine gute Abwehrposition haben, Angewohnheit von einer Zweitabwehr, mit Blick immer mit schnellen Verschiebungen, dass er eben auch im Training nach einem Schuss sofort dem Puck folgen kann, dass ich mir eben auch als Coach involviert, dass wir ihm die Zeit geben und dass der Spieler eben nicht schnell aufeinander raufkommt. Denn aktiv mitspielen ist heute immer ein wichtiger und fester Bestandteil im Spiel, dass er eben Puck kann stoppen hinter dem Goal, ersten Pass vielleicht spielen und dann den ganzen Wettbewerb. Wir als Coach sind eben auch verantwortlich, dass wir ihm eine realistische Herausforderung geben können, und immer in jeder Übung können integrieren. Und so Übungen möchte ich euch ganz kurz zeigen. Wir sind hier auf der Lerngruppe Entdecker-Einsteiger, Stufe U9 bis U11. Da möchte ich euch zeigen, anstatt einfach 20 Minuten um die Hütli fahren, einen Pass spielen und einen Schuss machen, das ist jetzt eine Übung, die man machen kann. Da sind wir ja wirklich ganz bei den Anfängern, Entdecker und eben Einsteiger. Macht es eben Sinn, wenn wir zum Beispiel aus dieser Übung nach 4-5 Minuten das Hütchen schieben, anstatt von hier daher geht es vielleicht daher. Und dann hast du so für einen Goalie wie auch für einen Spieler eine Win-Win-Situation. Es ist eine andere Abschlussmöglichkeit für einen Spieler und für einen Goalie. Er hat ganz andere Abwehrbewegungen drin. Das Gleiche wäre hier. Ein Schuss aus dem Slot, auf kleinem Feld natürlich, aber auch hier. Die Übung ist ganz ähnlich und es gibt einen Schuss von hier und der Goalie hat ganz eine andere Möglichkeit, um seine Anforderungen zu stärken, die er ja hat im Goalie-Leben. Und hier ist ebenfalls eine, wo er noch von hinter dem Goal kommt und so habe ich euch hier vier verschiedene Beispiele können zeigen auf Entdecker- und Einsteiger-Niveau. Dann haben wir hier Spielsituationen, ganz einfach, es kann 3-3, 4-4 sein. Anstatt einfach nur den Puck da reinschießen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt drei, die möchte ich euch jetzt zeigen. Wenn jetzt die Blauen hier oder die Grünen hier ein Goal schießen, dann kann ein Zusatzpuck vom Coach kommen, auf den Goalie, der jetzt kein Goal hat bekommen. Dann muss die Mannschaft, die das Goal hat geschossen, sofort zurückgehen und der Goalie gibt wieder den Pass, um das Spiel zu lancieren. Eine weitere Möglichkeit ist, der Goalie hat 3-4 Böcke im Goal. Und jetzt macht Schwarz hier ein Goal. Dann tut der Goalie von den Schwarzen sofort reagieren. Okay, mitdenken, den Pass rausgeben auf die Seite und die Schwarzen kommen. Und es gibt ein neues 3 gegen 3. Ein bisschen höhere, ich sage jetzt mal schon ein bisschen auf U20. U18, U20 Niveau, dort ist es dann schon etwas anderes zum Beispiel. Da könnte man ein Spiel machen. Jedes Mal, wenn die Mannschaft den Puck gewinnt, muss er zuerst zurück auf den Goalie. Und dann wird es wieder neu ausgespielt. Dann muss der Goalie einen Pass geben. Und dort kann man dann, da sieht man dann schon ein bisschen, welche Goalie schon ein gutes Stickhandling und schon sehr gutes Spielsystem und gute Pässe spielen können. Das vielleicht zu den Spielsystem, Integration vom Goalie. Denn hier möchte ich euch etwas zeigen, auch wieder Fortgeschrittene bis Könner.
Wir haben Beispiel für die Spieler, Give and Go, 1 gegen 1 oder 3-2 Überzahlsituationen. Wir haben hier den Goalie, der startet, hier haben wir Feldspieler, hier Verteidiger. Anstatt einfach nur ein 1-1 auf den Goalie, fällt hier der Goalie die Übung an. Er geht hinter das Goal, nimmt hier einen Puck, schießt den Plexi hoch raus und er fällt die Übung an. Dann nimmt hier der Stürmer den Puck, fährt das 8. Und der Spieler läuft an und es gibt ein 1 gegen 1. Das hier, die Integration des Goalie bei einem 1 gegen 1, bei einem Give-and-Goal, schon ein bisschen höheres Niveau auch für einen Goalie. Der hat hier einen Stock am Boden. Hier haben wir Spieler und hier haben wir Spieler. Ein Spieler ist da schon bereit. Der Goalie fährt die Übung an, sofort hinter das Goal, macht einen Flip-Pass dem Spieler da rüber, über den Stock. Schon nicht ganz so einfach. Und in dieser Zeit kommt der Spieler mit Timing schon rein, der lässt einen abtupfen, nimmt den Puck, kommt hier, spielt den Pass in die Ecke, sofort den Pass zurück, darum heisst es ja Give and Go, und nachher kommt der Abschluss. Und da hat der Goalie ganz viele Sachen drin, wo er profitieren kann. Und natürlich, ihr habt die Übung gemacht für eure Spieler. Noch eine letzte Übung, die ich euch zeigen möchte. Ein 3-2, ganz, ganz einfach. Ihr habt hier den Flügel, den Center, hier den Flügel. Da hier sind die zwei Verteidiger. Der Puck wird auf den Goalie geschossen. Und der Goalie kann dann entscheiden, geht er auf diese Seite oder geht er auf diese Seite. Und dann müssen die Verteidiger schauen. Und das ist auch ein bisschen mit Timing verbunden. Und hier auch ebenfalls ist der Goalie integriert. Und er geht die Übung raus über die blaue Linie und ein 3 gegen 2. Ganz einfaches. Aber ihr seht hier, in jeder Übung ist der Goalie integriert und er kann sehr viel profitieren. Kurzes Fazit. Ich kann euch also sagen, liebe Coaches, ihr könnt euren Goalie in jeder Übung integrieren. Dann kann er alle seine Anforderungen, die wir hier haben, durchgenommen vorhin, sehr guter Schlittschuhläufer, zweite Abwehr, die man hat, dass er immer einem Puck folgen muss, er kann das Mitspielen, Stickhandling verbessern und natürlich den Wettbewerb. So, das wäre so von meiner Seite. Dann kommen wir jetzt zu euch, liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer. Wenn ihr Fragen habt an unsere Skill-Coaches, wäre es jetzt eine Zeit und wir wären da, für Fragen zu beantworten. Ihr könnt jetzt das Mikrofon einstellen. Wenn nicht, dann vielleicht von mir noch einen Hinweis, bevor ich dann Dominik übergebe. Wir wollen eigentlich die Webinare in zwei Formaten auch ab August leben lassen. Auf der einen Seite Workshops, jetzt in dieser Form, wo vielleicht noch mehr Interaktion möglich soll sein, wo ihr Fragen und Antworten zu einem Thema könnt machen könnt. Herzlich willkommen oder eingeladen vielleicht über die Forms, die ihr jetzt zurück bekommen von diesem Seminar, vielleicht gerade ein Stichwort zu geben, welche Themen würden euch interessieren? Wir wollen die Agenda so gestalten, wie ihr Themenwünsche habt und daneben monatlich ein professionelles Webinar ausschreiben gegen einen Unkostenbeitrag von 15 Franken eine Stunde Top-Level-Referenten zu haben. Einen im August, Decision-Making mit Luca Gianninazzi, kann ich empfehlen. Ging auch ein bisschen in die Form, wie auf U20 Top-Niveau Decision-Making, Entscheidungen, Small Games integriert sind und so trainiert werden. Das von meiner Seite. Dominik, darf ich dir übergeben? Merci, Markus. Du hast mir gerade ein bisschen vorgegriffen, aber das macht nichts. Ich tue jetzt das gerade noch mal schnell zeigen. Von meiner Seite ebenfalls noch den Abschluss. Ja, siehst du, tut mir leid, jetzt habe ich vorgegriffen. Mach gar nicht, das wäre besser. Vielleicht ganz kurz, was steht noch an jetzt, bis Ende Juni, Anfang Juli, haben wir noch das eine Webinar zum Thema Talententwicklung. Ist sicher auch ganz interessant, also dort könnt ihr euch noch anmelden, sicher sehr spannend. Anschließend werden wir einen kleinen Break machen, wo wir dann nachher im August, aber wie es der Markus vorhin gesagt hat, werden in zwei verschiedenen Versionen wieder starten.
Zum Abschluss von diesem Webinar werdet ihr anfangs nächste Woche ein E-Mail bekommen mit einem Link für das Forum-Feedback, wo wir natürlich sehr dankbar sind, wenn ihr uns das ausfüllt. Und wie es der Markus auch schon gesagt hat, habt ihr auch dort die Möglichkeit, eure möglichen Themen oder interessierte Wünsche dort anzugeben, dass wir die dann für das nächste Semester einbauen in unsere Webinar-Agenda. Wie gesagt, so sollte es dann ab August weitergehen in der Entwicklung von diesen Workshops und Webinars. Ich glaube, da muss man jetzt nicht mehr viel dazu sagen. Das wird sicher dann ab im Juli auch auf unserer Homepage so ausgeschrieben sein. Danke vielmals, auch von meiner Seite her. Merci Dominik, du hast das viel besser gemacht als ich. Ich bin fast ein bisschen zu euphorisch gewesen. Aber nächstes Mal bekommst du die Plattform. Alles ja, werte Coaches. Das wäre es für heute. Hoffentlich könnt ihr etwas mitnehmen. Merci, dass ihr in die Kino und ja, wir sind nicht mehr, ich will nicht mehr sagen, Hockey at home. Das ist ja schon langsam in der Vergangenheit. Aber macht es gut, gute Zeit und merci für das Interesse. Ciao zusammen.